Hallöchen und ein herzliches Willkommen zurück zum Let's Play Immortals Jax Rising. Oder auch Elex. Ja. Never mind me. So, wir haben letztes Mal ja einiges an Gebieten durchkämmt und Quests gemacht. Und haben auch die Freuden der Strahlung kennengelernt. Und jetzt muss ich erstmal schauen, wo wir jetzt genau sind. Big Bang, der Aufbruch des Größenwahns. Genau, wir brauchen noch den letzten Konverter. Kondensator, Verzeihung. Wenigstens verlangt da keinen Alvinschen Ionenkatalysator. Anionen, Verzeihung, nicht Ionen. Anionenkatalysator. Ich bin mir sehr sicher, dass hier irgendwas ist, was wir noch nicht kennen, was aber eigentlich relativ spannend ist. Das würde ich gerne mitnehmen. Sandy Pipes ist ein bisschen weit. Der Bunker wäre eigentlich am nächsten, wenn wir von hier aus nach Norden aufbrechen. Komm, machen wir. Machen wir so. Bin noch immer Kaya dabei, perfekt. Verzeihung. So. Ja, ist er. Ist ja gut. Natürlich fehlt es doch immer haufenweise Geld. Nein, da gehen wir nicht lang. Verzeihung, Mina. Ich hatte da gerade irgendwas im Hals. Was bist du denn? Hey, du da! Ich habe einen Job für dich. Du gehst jetzt und besorgst mir aus der Bar einen ordentlichen Schluck. Nein, warte. Besorg mir lieber etwas Anständiges zu fressen. Aber komm nicht mit einer Dose Bohnen angeschissen. Bezahl mich, dann mache ich es. Bezahlen? Setz deine Kackstelzen in Bewegung, aber ein bisschen plötzlich. Ich sagte, bezahl mich. Reiß die Klappe nur nicht zu weit auf, sonst mache ich aus dir einen Fußabtreter. Ich bin einer der besten Kämpfer, die Tavar zu bieten hat. Also ist diese Gefälligkeit die Möglichkeit für dich, dich mit mir... Vielleicht lasse ich dich dann auch in Zukunft für mich arbeiten, wenn alles nach Plan verläuft. Nicht nötig. Ich kann gut auf mich selbst aufpassen. Das haben schon andere vor dir behauptet und sie haben eins gemeinsam. Sie alle sind in irgendwelchen Löchern in der Wüste verschwunden. Vielleicht bist du auch nur begriffsstutzig. Darum sperr die Lauscher auf. Schon sehr bald sitze ich am Drücker. Der Du kann schließlich nicht ewig das Kommando haben. Ist das so? Natürlich. Er glaubt vielleicht, mit der Entmachtung Baxters ist es getan. Aber die Rechnung wird nicht aufgehen. Ich bin neugierig. Du willst also den Duke entmachten? Sagen wir einfach, ich wäre ein besserer Anführer als er. Ich denke auch schon darüber nach, die Anzahl meiner Anhänger zu vergrößern. Ein paar unterbezahlte Banditen reichen sicher aus. Aber genug davon. Und spar dir das mit dem Fressen. Typen wie dich will ich doch nicht in meinem Gefolge. Finde ich gut, ich will dich nämlich auch nicht. Jetzt ziemlich tief runter. Wieso liegen hier eigentlich überall Tellerminen? Ich
Ich will jetzt nicht mit zu vielen hier quatschen, weil ich will mir das natürlich alles für den Outlaw Run aufheben. Aber. Wen haben wir denn da? Ein Neuer im geheiligten Land? Wenn du dich im Vorfrei bewegen willst, musst du zahlen wie jeder andere auch. 200 Splitter als Eintrittspreis. Ich bin oder schon drinnen. Alles klar? Erbärmlich, wie gierig die Menschen in diesem Teil der Welt sind. Wir können uns auch anders einigen. Bah. Ich habe dich schon bezahlt. Wie jetzt? Ich habe dich noch nie gesehen. Guck in deiner Tasche nach. Ich habe dir 1000 Splitter gegeben. Ja, ich glaube, du hast recht. Ich kann mich da an was erinnern. Ach, du warst das. Es tut mir leid, Sir. Bitte gehen Sie durch. Ich wollte nicht zu forsch sein. Entschuldigen Sie bitte. Versucht. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Einen schönen Tag noch. Schön. wäre das Suggestion noch immer so einfach, auch im echten Leben. Oh Gott. Leute werden so durchdrehen. Lucian Bullet. Bist du unsere Verstärkung? Nein. Oh, du siehst auch nicht so aus, hätte ich mir eigentlich denken können. Aber ich darf ja wohl noch hoffen, oder? Werdet ihr hier häufig angegriffen? Wonach sieht es denn aus? Und du bist hier die Wache. Ich bin einfach niemand, der es sehr lange am Herd aushält. Wenn du darauf anspielen wolltest, dass ich eine Frau bin. Nein, ich wollte nur wissen, ob du das hier freiwillig machst. Ach so. Im Gegensatz zu den meisten hier mache ich das tatsächlich freiwillig. Als ich noch ein kleines Mädchen war, habe ich beobachtet, wie mein Vater eine Horde Straßendiebe mit seiner Knarre weggepustet hat. Seitdem wollte ich immer werden wie er. Die Schwachen und Dummen beschützen. Oder wie geht der Spruch nochmal? Na, ist auch egal. Auf jeden Fall gefällt mir, was ich tue. Oh Gott, Fleischgrillen. Yay. Ich möchte nicht wissen, wieso ich aus denen Metallschrott looten kann, aber ey. Ich sollte mal speichern hier. Apropos Muni. Noch immer leer. Hält sich in Grenzen. Wir werden erstmal mit Schwert auskommen müssen. Aber für die meisten Gegner hier reicht das ja auch. Wieder 50 Elixit. Wie sollen die hier Kreuze hängen? Das passt irgendwie nicht zur Outlaw-Kultur. Keine Ahnung. Zielscheibe, die schießen von da drüben, oder was? Oh, wow. Obwohl, wir müssen eh da hoch, Richtung Norden. Überall nur Ruinen, Staub und Sand. Und trotzdem bin ich überzeugt, dass es für Tavar noch Hoffnung gibt. Das soll ein Geschütz sein. Ach du Scheiße. ja. Mit dem Vieh da drüben will ich eigentlich nicht kämpfen gerade. Verzeihung. Gerade. Hm. Ich weiß auch nicht, was gerade los ist. Das heißt, wenn wir uns jetzt weiter hier Richtung Norden halten. Genau, sollten wir nicht da hinkommen. Ich weiß nicht, was da ist, aber da waren wir noch nicht und das sieht spannend aus. Verrottete Überreste einer längst vergangenen Zivilisation. Das war eine Militärbasis. Oh nee, oder?
die kämpfen gegeneinander. Dann lassen wir die auch gegeneinander kämpfen. Da ist noch ein Gegner. Da müsste doch nicht klarkommen. Oh ne, ein Bergtroll, nein. Für den Bergtroll haben wir nichts. Für den Bergtroll bräuchten wir sehr viel Munition, die wir nicht haben. Alles gut, Kaya, du wirst gleich nachspringen können. Kurz auf meinen Treibstoff warten. Nicht gut. Gar nicht gut. Sehe ich auch so. Sehe ich absolut auch so. Pestratten, oder? Ja. Spannend aus. Na dann komm her. Oh nee. So, Rapper. Nee, Fleischgrille. Sieht budgetmäßig aus. 1400. Alter. Wir haben noch nicht mal ein Zehntel von dem, was wir brauchen. Wir brauchen 15.000. Ich werde es bereuen, aber hey. Na, 200 Elixit wieder. Warum auch immer eine Zigarettenschachtel so lange durchgehalten hat. Okay.